Endlich darf ich wieder raus aus dem 1000 PS Kerker. Habe aber eine wunderbare, charmante Begleiterin, die Amelie, bei mir. Und wir zwei testen für euch Triumphmotorradeln. Ich sage schon so eineig bis zweieige Zwillinge. Die Scrambler 400X, die Speed 400 von Triumph. Ja, welche ist die bessere? Welche kann mehr? Welche kann im Alltag besser bestehen? Amelie und ich erklären es euch gleich. Liebe Amelie, ich glaube, es ist sehr schön, die Fronten sind, also unsere Fronten sind geklärt, diese Fronten für uns sind auch, jeder von uns hat so seinen Favoriten. Aber ich glaube, wir können einmal ganz allgemein sagen, dass bei diesen beiden Motorrädern so viel gleich ist, dass man nicht glauben würde, dass sie so unterschiedlich sich dann auch benehmen. Es ist spannend und ich sage es jetzt auch, mir taugt die Speed 400 mehr, das ist halt irgendwie dem der Klasse entsprechend. Das ist einfach die Einsteigerklasse. Sie hat einen 398 Kubik Einzylindermotor, beide eben den gleichen Motor, 40 PS bei 8000 Umdrehungen, 37,5 Newtonmeter Drehmoment bei 6500. Das sind tatsächlich Werte, die fix niemanden hinterm Ofen hervorholen und wo man eigentlich sagen muss, ja, brav. Und dementsprechend sind auch bei beiden Motorrädern die Motoren das, wo ich sage, ja, das könnte schon ein bisschen agiler ans Werk gehen. Aber ich muss wiederum sagen, die Speed 400 ist für mich dann trotzdem wegen ihrer anderen Fähigkeiten die bessere Wahl. Aber du, liebe Amelie, bist ganz auf Scrambler. Bitte, ich gerne. Deine Redezeit für die Scrambler. Ja, also du hast es gut erkannt. Wir haben uns auch schon etwas ausgetauscht, immer mal wieder zwischen den Strecken und es ist mein absoluter Favorit. Also ich finde, optisch sind beide Motorräder total gelungen. Also ich finde die Speed natürlich auch wirklich, wirklich schön. Da gefällt mir sowohl die rote Variante als auch die schwarze sehr, sehr gut. Ich finde es auch echt schick, wenn alles so in einem Schwarz ist, bis auf diesen silbernen Streifen auf dem Tank. Aber optisch, alleine optisch, nicht nur optisch, gefällt mir die Scrambler da doch schon etwas besser. So ein kleines bisschen. Ich mag ein bisschen voreingenommen sein, weil meine Husqvarna 401, die Swartpillen, ist ja auch schon etwas so diesen Scramblern nachgeahmt. Das ist jetzt nicht vergleichbar. Aber auch die Sitzhöhe, es ist ja deutlich höher mit den 825 Millimetern. Gegenüber 790. Das ist doch deutlicher Unterschied. Wahrscheinlich sieht man es hier schon auf dem Bild mit drauf. Aber es gefällt mir einfach super gut. Ich mag es auch, dass die Fußrasten etwas höher sind, vor allem in der Schräglage, in den Kurven, auch hier auf der Landstraße. Wir haben es ja sowohl im Stadtverkehr als auch hier auf der Landstraße getestet und allein vom Fahrgefühl fühle ich mich hier sicherer. Ich kann es nicht genau festmachen, ob es jetzt an der Bereifung liegt. Ich habe das Gefühl, hier sitze ich etwas mehr im Motorrad drin. Da fühle ich mich von der Sitzposition her etwas besser, obwohl ich nicht so gut auf den Boden komme. Und ich muss aber dazu sagen, die Bremsleistung gefällt mir hier deutlich weniger als auf der Speed. Ich finde, der Grip ist tatsächlich bei der Speed deutlich besser. Ich glaube, das ist auch einer der Faktoren, warum mir die Speed um einiges mehr gefällt. Vielleicht von der Sitzposition her, wenn du sagst drinnen, ich glaube, dass der Lenker tatsächlich halt höher ist. Ja, das ist ein Scrambler. Sie heißt Scrambler 400X oder Cross, ja. Und sie kann das auch wirklich. Also das ist die Bereifung. Wir haben vorne einen 190-19er, hinten einen 140-80-18er. Also das ist vor allem echte Offroad-Dimension. Vorne der 19er könnte man sagen, na, hätten sie ja gleich einen 21er reinhängen können. Aber der 19er ist goldrichtig. Ja. Sie haben so, sage ich mal, minimalistisch auch die Elektronik darauf abgestimmt. Ich kann nämlich die Traktionskontrolle abschalten. Das kann ich bei der Speed 400 zwar auch, aber hier kann ich dann auch das ABS am Hinterrad abschalten. Und ich habe das ein bisschen probiert, dass ich da einen Drift hinlege. Macht mir urviel Spaß im Schotter. Und da merke ich halt, das Motorrad kann es wirklich von der Sitzposition her, passt das. Und
die Bereifung hat mich aber wiederum dazu gebracht, dass ich sage, das Handling trotz niedrigen Gewichts, man muss ja sagen, 179 Kilo sind nicht viel fahrfertig, trotz dem sie eh leicht ist, hat man die dann noch mehr getaugt, weil die hat noch einmal 9 Kilo weniger und hat einfach ihre 17-17er Bereifung, 110, 17er vorne und dann 150, 17er hinten. Und das ist für mich viel agiler gegangen. Und du hast das einfach wirklich unbedingt auf den Punkt bringen wollen, dass du die Bremse auch gleich erwähnt hast, weil es war uns, glaube ich, ein echtes Anliegen zu sagen, dass die Bremse auf dieser hier, auf der Scrambler 400, mit ihrer 320er Einzelscheibe und vom Bybray der Bremskolben, das hat einfach so für mich zu viel Handkraft benötigt. Ja, das, definitiv. Das mag ich dann doch irgendwie nicht. Und da haben wir zwar die gleiche Bremsanlage mit einer kleineren, mit einer 300er Scheibe, aber da hat Triumph einfach mehr Wert darauf gelegt, es für die Straßenfahrerei ein bisschen griffiger, bissiger zu machen. Von der Handkraft geht das für mich voll in Ordnung. Die packt zu, aber auch nicht so, dass mich jetzt runterhauen wird. Ich meine, du hast den A2-Schein und du fährst doch auch wahrscheinlich recht viel. Und sowas ist jetzt eine Bremse, das ist in Ordnung. Ne? Voll, ja, doch, doch. Also ich hatte da überhaupt keine Probleme. Hier war es dann schon mal, obwohl wir jetzt natürlich nicht allzu schnell gefahren sind, offiziell. Aber man hat halt gemerkt, dass das, ja, man wünschte sich etwas mehr Biss. Ja? Sogar bergauf. Also ich hatte es sogar. Ich hatte es auch bergauf, dass ich dann dachte so, boah, jetzt muss ich wirklich dreimal nachlangen, und bis es dann wirklich funktioniert. Das war ein bisschen nervig. Was kann man noch sagen, wenn man sie direkt vergleichen möchte? Ich würde tatsächlich auch sagen, von der Sitzposition her, die Scrambler wirklich noch bequemer. Ja. Ich würde sie einfach allen sehr Großgewachsenen, die eine der beiden wollen, ans Herz legen, weil da ist die Ergonomie tatsächlich für Größere besser. Da auf der Speed 400, glaube nicht, dass jetzt Große auch ein großes Problem haben werden. Für meine Größe reicht es, 1,85. Aber ich glaube mal 1,90 oder so 2 Meter Riesen werden auf der besser zurechtkommen und sich besser integrieren können als auf der. Ja, eigentlich die Optik haben wir schon ganz gut, oder hast du schon gut erklärt, wo ich auch sagen muss, Triumph schafft das einfach großartig, dass diese Modern Classics so wirklich geil und leibend ausschauen. Begehrenswert. Und tatsächlich haben wir halt, glaube ich, bei beiden was auszusetzen, dass die Motoren jetzt nicht so die kräftigsten sind, was aber in dieser Klasse auch in Ordnung ist. Ja. Ich glaube, ich habe es in den Einzelvideos ganz gut untergebracht, dass Triumph offensichtlich wollte, da schön mit dem Strom mitzuschwimmen, nicht die schlechteste oder die schwächste im Programm zu haben oder in dem Segment, aber die stärkste und die kräftigste hat Triumph da sicher auch nicht. Aber ein, sag ich mal, guter, zuverlässiger Motor, nehme ich mal an. Und das Ganze drumherum funktioniert auch gut. Aber ja, ich bin halt auf der Speed. Also ich bin echt eher auf der Speed daheim. Aber es ist schön, dass du den Scrambler übermachen wohl von der Höhe her. Aber ja, du bist mit 1,76 eher eine Riesin. Sagt man das so? Wenn das deine Meinung ist, dann okay. Die 1,80 hast du ja nicht geknackt. Ne? Daran kiebelst du wahrscheinlich schon. Da brauchst du schon dann die Ohren. Ich habe gut mein Gemüse gegessen. Ja, okay. Spinat, gell, wo man sagt. Aber Eisen. Was mir einfällt, ja? Was bei beiden tatsächlich gleich ist und mir auch sehr positiv aufgefallen ist, dass sowohl der Sozius-Sitz, ich finde, es ist sehr viel Platz. Also wir haben es gerade im Wechsel auch auf beiden Motorrädern getestet. Man sitzt echt bequem, man hat genug Platz. Und auch der Tank. Ich finde, die 14 Liter sind super. Ja. Weil sie nicht viel verbrauchen. Ne? Genau. Und ich hatte in der Vergangenheit mit 9 Litern da bei anderen Motorrädern schon echt mal nach einer Tagestour, dass ich wirklich jeden Tag dann nochmal zur Tankstelle gurken musste, um nochmal nachzutanken für den nächsten Tag. Und ich glaube, hier ist man dann doch deutlich besser aufgestellt. Und das macht das Ganze natürlich dann noch etwas praktischer, wenn man dann auch zu zweit oder in der Gruppe unterwegs ist. Aber genau. Ja. Trotzdem mein Baby. Ja, hey, bei beiden im Übrigen Fahrwerk nur an der Hinterhand die Federvorspannung einstellbar. Da wollte Triumph halt offensichtlich auch im persönlichen Rahmen bleiben, Dinge anbieten zu können zu einem Preis, der dann auch für die Kundschaft erschwinglich ist, weil wenn da noch alles verstellbar wäre, wären sie teurer geworden. So sind wir bei knapp 5.500 Euro für die Speed 400 in Deutschland, knappe 6.000 in Österreich und in der Schweiz, Euro, Franken.
Und die Scrambler relativ einfach in allen Ländern exakt 700 Euro mehr als Speed 400. Das wäre für mich, abgesehen davon, dass ich die Bremse leimender finde und das Konzept und die Fahrerei und Handling, spare ich mir auch noch 700er. Und jetzt du. Sind es 700 wert? Dass ich finde absolut. Also ich finde auch. Du reich bist. Nein, gar nicht. Ich finde es tatsächlich auch interessant, dass man auch schon gehört hat, dass ich die Speed eigentlich eher sportlicher fahren lassen soll. Und bei mir ist es also vom Empfinden her ganz anders. Ja, ich fühle mich da spannend. Deutlich sicherer und hatte da eher das Verlangen, wirklich dann mal so ein bisschen doch schon mehr Gas zu geben und auch in den Kurven so ein bisschen mehr in die Schräglage. Aber ich finde, die 700 Euro sind es absolut wert. Also. Easy. Das aus der Portokasse. Okay. Cash Rain. Gut, dann, nachdem wir jetzt wissen, dass die Amelie eine gestopfte Deutsche ist. Nein, aber ich verstehe das absolut, dass 700 da jetzt tatsächlich etwas, ein Betrag ist, wo man sagt, was soll's? Die taugt mir einfach mehr, gefällt mir mehr, will ich die haben, 700 drauf gepfiffen, weil das Geld habe ich ja dann eh nicht mehr. Ne? Hätte ich mal eh nur einen Blödsinn gekauft drum. Stimmt. So, ihr stimmt. Vielen Dank euch fürs Zuhören und Zuschauen. Ich hoffe, Amelie und ich haben euch das gut rübergebracht. Hat mich urgefreut, mit dir das zu machen, weil danke du halt ganz andere Aspekte halt auch betrachtest. Und das, ich meine, es ist interessant für mich zu schauen, wie du mit den Motorradeln zurechtkommst. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich hinter dir gefahren bin, das war fast ja eh ursuper. Es passt alles. Und daher sind deine Aussagen auch echt gut und ja, gefallen mir. Und euch danke ich fürs Zuhören und Zuschauen, bevor ich nur mehr Blödsinn schwafel. Abonniert unseren 1000 PS YouTube-Kanal, dann bekommt ihr klarerweise alle Videos immer Freihaus geliefert. Teilt das Video vielleicht mit jemandem, wo ihr euch denkt, ja, den könnte oder die könnte dieser Vergleich interessieren. Ja, gebt dem Video, gebt den beiden Triumphs der Amelie und mir vielleicht einen Daumen hoch. Ja, ich sage Tschüssi. Macht's gut.